Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu... Ja, da oben ist kein Brilli mehr, der ist jetzt da unten. Ich habe mir gedacht, das ist sinnvoller für euch, weil ich dann die Aufträge nicht verdecke. So könnt ihr immer auf dem Stand sein, was ich hier gerade für Zahlen stehen habe und was ich hier gerade mache. Ja, Leute, willkommen zurück zu Against the Storm, hier bei der Mission, wo wir schon 6 Ungeduldspunkte haben von Beginn an. Und ich muss mich gerade wieder einfinden. Ein paar Stunden her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Es riecht krass. Das Spiel hat mich so in Bann gezogen, dass ich innerhalb der letzten... Wann habe ich angefangen? Eine Woche? Und ich glaube, ich habe knapp 40 Folgen aufgenommen. Das sind 20 Stunden. Kein PUBG mehr gezockt. Was ist... Naja, gut. Es geht weiter. Wir gucken weiter. Wir haben einiges im Bau, aber keinen Baumeister momentan. Aber das kriegen wir natürlich hin. Hier... Die haben nichts mehr. Das ist richtig. Warum habe ich die noch nicht verschoben? Hier gibt's Crabs. Wir haben das erste Bärenfeld. Am Start. Hier, dieses Sägewerk haben wir auch am Start, an den Start gehen lassen. Was natürlich deutlich besser ist, als hier die Bretter vom... von der primitiven Werkbank herstellen zu lassen. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, was war unser Weg? Unser Weg war wahrscheinlich wie immer mein Weg ist. Werkzeuge produzieren. Ach stimmt, hier wollte ich eigentlich, das war ja neu, die Waldarbeiterhütte hinbauen. Das werden wir auch tun. Denn die kann kristallinen Tau produzieren. Und das ist natürlich nice. Brauchen natürlich Baumaterial. Und dann können wir nämlich, wenn wir die Schmiede bauen, Werkzeug herstellen. So einfach geht das. Braucht keine Mine und sowas. Die brauchst du nicht. Die können wir eigentlich auch schon mal bauen. Lass ich hier einen frei? Lass ich hier einen frei? Ja, mei. So sieht es gerade nicht aus. Wird da oben hab's nicht gemacht. Dann machen wir es hier auch nicht. So. Bauen wir es hier hin. Dann haben wir hier Platz für. Dekoration. Ja, wir sind immer noch daran, hier den Wald wegzuwemsen. Und das mache ich jetzt auch. Weiterhin. Den bewege ich auch nochmal hier hin. Ich will gerade keine neue Lichtung. Ich glaube, wir brauchen gerade keine. Wir haben gerade genug zu tun. Hier muss erstmal gebaut werden. Steinmetzlager ist leer. Warte mal, da hatten wir aber hier noch einen dicken... Ein dicket Fettenstein. Sehr gut. Hier haben wir Kohle im Übrigen. Also wir könnten theoretisch eine Mine bauen. Aber wir haben momentan nicht wirklich Brennstoffprobleme. Also, ja, mal schauen. Hier ist übrigens auch Brokkoli. Könnte man abbauen. Hier ist groß. Bräuchte man das große. Ah, warte mal. Die Proviantpakete sind fertig. Jetzt kommen noch die Feldfruchtpakete. Habe ich alles erlaubt? Ich denke immer, hier ist das mit den Pilzen, aber das ist hier in dem Biom gar nicht. Wir haben Pilze verboten, weil wir müssen ja 35 Pilze immer herkriegen. Ich habe aber auch keine Ahnung, woher wir die kriegen, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir auch irgendwoher zwei Leute gekriegt, oder? Nicht sicher. Oder nee, die waren fertig, ne? Die sind fertig mit irgendwas geworden. Ich weiß gerade nicht mit was. Es ist auf jeden Fall gerade wieder Sturm, aber die Entschlossenheit ist noch okay. Hier ist ein Nahrungssammellager. Stimmt, warte mal. Das können wir einfach reaktivieren. Ja, kann mal gerade einer übernehmen. Dann können wir das nämlich nutzen. Wir haben momentan keine großartigen Nahrungsprobleme, aber was da ist da, würde ich sagen. Sehr laut. Ist sehr laut für mich. Habe ich was mit Empathie gelöst?
Ich meine, ich find's gut, aber was habe ich denn mit Empathie gelöst? Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gut, mir soll's recht sein, sag ich mal. So, immer noch 6 Obdachlose. Hier kommt aber noch ein Haus hin. Menschen haben wir ja nur 2. Das heißt, das ist auf jeden Fall ausreichend erstmal. Ja, wir müssen gucken. Bis jetzt habe ich noch keinen Geysir gefunden. Über hier oben ist noch ein Feld. Sehe ich ja jetzt erst. Warte mal. Ja, die Bäckerei, die braucht aber Gelüt, ne? Gelüt braucht die. Hier ist der Zorki angekommen. Was hat der denn für uns im Gepäck? Der hat für uns im Gepäck die Brauerei. Würde ich nehmen. Allerdings für was? We do not have anything. Oh, das hier ist auch gut. Das ist auch gut. Kriegen wir denn 10 wenigstens zusammen? Ich hasse es. Nahrung zu verkaufen, ehrlich gesagt. Nee, komm. Können wir jetzt halt nicht großartig handeln. Wir haben halt hier diese ganzen Sachen noch nicht gemacht. Wir könnten das hier mal machen. Da kriegen wir immerhin ein bisschen mal was ran. Neue Leute kommen jetzt. Da können wir das ruhig machen. Echsen. Und Pilze waren das. Sehr gut. Oh, da habe ich mich jetzt richtig entschieden. Schilf. Für 50 Bier hältst du 12 Bernstein. Dann müssen wir. Also, wir haben ja die Brauerei. Ah, nee, die hattet er. Verfickt und zugenäht. Zorki, wir brauchen deine Brauerei. Ich muss Bier herstellen. Es kostet es, was es wolle. Wir können bald Werkzeug herstellen. Wie viel haben wir hier? Das sind knapp 10. Das kann man alles wieder herstellen. 13. Ich muss natürlich noch dann. Ich würde ungern Teile verkaufen. Ungern. Die kann ich nämlich nicht herstellen. Sehr ungern auch die Shrimps. 18 sind es erst. Noch ein paar Ziegeln. 21. Handeln, Brauerei her. Gut. Tut weh, ich weiß. Ist aber so. Die Brauerei ist wichtig. Da habe ich Bier abgedeckt. Und Bier will niemand hier, oder? Doch, die Menschen. Komm, ihr Harpien, ihr trinkt doch, ihr sauft doch wie so Löcher. Nee, tatsächlich nur die Menschen. Egal. Baupläne sind Baupläne. So, das hier haben wir jetzt auch. Das heißt, da können wir hier erstmal die drei hier wegmachen, wenn wir denn mal ein paar Leute kriegen hier. Menschen, ja, wir brauchen Menschen tatsächlich. Aber gut, da gibt es jetzt Gemüse anstelle von Shrimps. An was fehlt es eigentlich? Stoff, ne? Das ist immer diese Stoffscheiße hier. Habe ich eigentlich irgendwie. Ich habe ja den Lederarbeiter. Haben wir den schon gebaut? Hier ist der, oder? Der braucht auch Stoff. Ja gut, da müssen wir Stoff hier mal anmachen. Das hilft ja nichts. Wir haben ja genug. Ziegeln. So, hier müssen wir jetzt nochmal gerade gucken mit den Paketen. Feldfrucht ist durch. Baumaterial noch 2. Dann brauchen wir doch wieder Proviant. Ja, Bären jetzt. Ja, scheiß drauf, kommt beides. Beides genutzt werden.
Da ist tatsächlich jetzt kein Pilz mehr dazugekommen, ne? Auch interessant. Ich habe schon einen Regenkollektor gebaut, sehe ich gerade. Eieiei, da arbeitet nur noch niemand drin. Ja, dann mal los, Frau Harpier. Was ist mit Brettern los? Ich habe doch Bretter ohne Ende, oder nicht? Hier werden doch Bretter ohne Ende gemacht. Null, aber trotzdem. Na gut, es sind noch einige Baustellen hier offen. Wie sieht es denn an der Steinfront aus? Da müssten wir eigentlich... Ah, die werden die ganze Zeit zu Ziegeln verarbeitet, ne? Ich bräuchte mal ein paar Steine für die Straßen. Reicht erstmal mit Ziegeln. Macht mal erstmal nur Stoff und wir sparen mal ein paar Steine for the Speeds. Aber man merkt richtig, wie das mit dem Holzfällen langsamer geht hier alles. Einfach weil die lieben alten Biber fehlen. Ich will mal Zwerge sagen. Nein, das sind die Biber. Aber ich könnte auch mal ein drittes bauen tatsächlich. Wenn wir uns mal ein bisschen nach unten bewegen. Ah, neue Aufgaben. Gibt's irgendwas mit Bier vielleicht? Eier, Eiproduktion. Ja, dann nehmen wir das. Das kriegen wir hin. 120 Sturmwasser. Regenwasser. Beliebigen Art. Moment mal gerade. Hab ich der. Verdammt, der Ledermann kann nicht Kleidung. Wer kann Kleidung, kann keine Kleidung. Gut. Ach, scheiße, Äcker vergessen. Jetzt müssen wir natürlich sagen, was die hier machen sollen, ne? Harz? Nee, ne? Harz wollen wir erstmal nicht. Hier arbeitet auch erstmal nur eine Person drin. Natürlich ewig. Was soll das in Maschinen? Ach so. Habe ich denn Rohre eigentlich da? Ja, 18 Rohre, das ist gut. Hier oben das Sägewerk braucht wahrscheinlich Sturmwasser, ne? Ja. Hier ist Sommerwasser. Gar kein Wasser. Ja. Okay, das hier haben wir. Gibt Teile. Plus 1 auf Stoff ist gut, plus 1 auf Getreide ist gut. Das heißt, hier müsste jetzt besser sein, ne? Ja, das 6-3, immerhin. Also wird auch abgestellt, sobald... Eieiei, das müssen wir auch hinkriegen hier. Zinkschläuche wollen wir ja bauen. Die Bierproduktion. Schauen wir mal, da wird die Schmiede hochgezogen. Da haben wir noch Obdachlose. Nee. So, Schmiede ist am Start. Habe ich denn schon? Ja, ich habe schon Tau hier rumfliegen. Das heißt, man könnte auch schon starten, wenn wir Tau erlauben und Werkzeug produzieren, was wiederum auch gut ist für den Handel und so weiter. Jetzt haben wir wieder niemanden, der baut. Wo können wir denn eigentlich mal jemanden abziehen? Was ist? Ne, Bären will ich haben. Hier sind zwei, die jetzt Nahrung abbauen. Will ich auch haben, aber wir können vielleicht die das Grünzeug hier mal weglassen. Bretter brauchen wir auf jeden Fall. Hier arbeiten tatsächlich zwei. Hier einer, der kann aber aufhören tatsächlich. Brauchen wir momentan nicht. Auch wenn es gut gemeint ist und man damit handeln kann, brauchen wir das gerade nicht so. Dann haben wir jetzt wieder einen Baumeister am Stissel.
Erstmal einen Schluck aus der Spezi-Flasche hier. Ja. Wir brauchen halt Leute. Unbedingt mehr Leute. Sturmwasser wird ja bald dann auch gesammelt. Ich meine, dann machen wir die Schmiede einfach. Die können wir connecten schon mal. Wenn was da ist, wird es schon mal verbraten hier. Aus drei Barren kommen zwei Werkzeug. Aber ist gut. Ist gut. Brauchen wir. Weil das wurde gemacht. Hier oben haben wir noch ein großes. Ist aber auch nicht Empathie. Könnten wir aber schon mit Eiern erledigen. Oh, Leute. Ja, ist mir egal. Ihr könnt auch mehr Pilze. Auf Pilze zu benutzen. So, Pilze verboten. Können wir mal machen. Ja, ich würde das jetzt direkt machen, weil je schneller wir Leute haben, desto besser. Aber gerade ein Brettheini weg. Hä? Abbrechen. Wieso habt ihr jetzt Pilze? Nicht Pilze. Ihr sollt wegen mir Bären nehmen. Ja. Spacolinius. So, was haben wir? Ah, das ist natürlich jetzt auch wieder knifflig. Also Kochhaus scheidet aus, das brauchen wir nicht. Fleischspieße, ja gut, ist für die Echsen nicht schlecht. Aber die Echsen haben doch auch Pastete, ne? Und Fleischspieße und Pastete, aber ich hab doch, was habe ich denn? Die Bäckerei kann Pastete machen, dann haben die ja eine Sache. Die müssen ja nicht alles haben. Also Kochhaus raus. Druidenhütte Öl. Hatte ich nicht für Öl sogar schon irgendwas? Oder war das wieder in der letzten Runde? Das ist immer schwierig in dem Spiel hier. Auf dem Schirm zu behalten, was in welcher Runde war. Aber nein, Öl hatte ich tatsächlich nicht. So wie ich das sehe. Keramik ist gut zu wissen. Haben wir. Das heißt, das hier wäre halt nur gut für die Ziegel. Also ich bin tatsächlich bei der Küpferei. Oder wir setzen es einmal zurück. Für die Mäntel halt, ne? Aber jetzt einen ganzen Bauplan nur für Mäntel und dann nur zwei Sterne ist natürlich crazy. Aber andererseits könnten wir natürlich auch Fässer bauen. Wobei wir halt auch schon Trinkschläuche bauen können. Wir könnten es einmal für null zurücksetzen. Das machen wir jetzt einmal. Junge, das ist nicht so gut gelaufen. Das ist gar nicht gut gelaufen. Da hätte ich jetzt doch lieber die Kleidung. Tischler scheidet aus. Brauchen wir nicht. Wir haben Bretter 3 und Werkzeug haben wir schon 2. Nahrungssammellager haben wir. Presse, Öl halt, ne? Oder halt den Brennofen. Kohle halt, ne? Aber Kohle brauchen wir wirklich gar nicht, weil theoretisch könnten wir eine Mine bauen, wenn wir ein Problem damit kriegen. Das ist abfuck. Was ist das hier eigentlich für ein Button? Ach, hier kann man die Bedingungen einsehen. Ja, das ist hier gründlich in die Hose gegangen. Sollen wir es nochmal zurücksetzen? Ich meine, da sind nochmal 5 Bernstein. Das wird immer schlimmer.
Das wird immer schlimmer. Warum ist nichts mit Kleidung? Nämlich echt die Brennerei. Was haben wir alles nicht? Wein. Wir könnten tatsächlich auch Wein herstellen, weil wir Beeren haben. Haferbrei, Fässer. Scheiß drauf, machen wir. Ah, ja. Das hat jetzt ein bisschen genervt. Die Brennerei. So, hier wird jetzt endlich Wasser verbraten. Sehr gut. Ich hab doch jetzt, warte mal, wir haben jetzt die Brennerei und die Brauerei. Problem ist, Brennerei, die habe ich auf 2 Sterne, den Wein, und die Brauerei habe ich auf 3. Allerdings ist das Bier ein bisschen schwierig für uns zu produzieren ohne Getreide, glaube ich. Wir bauen beide gleich mal. Wenn hier die restlichen Baustellen mal durch sind. Ach, hier, warte mal. Hier wird Stoff produziert jetzt. Sobald da ein paar Leute sind, und zwar von Harpien. Und wir haben einen neuen sicheren Hafen. Für jede Feuerstelle, die auf Stufe noch verbessert sich. Oh, das können wir auswählen. Weitsicht, Schwachsinn. Mama. Werden wir eh bald mal verbessern. Ich brauche Leute. Harpien, die hier im Stoffwesen tätig sind. Also wir könnten hier auf jeden Fall mal rausnehmen. Hier ist ja auch eine Harpie. Und dann haben wir hier schon mal eine deutlich bessere Marge. So, jetzt geht's gleich hier durch. Ah. So, hier wird schon ein bisschen kristalliner Tau gemacht hier. Ein bisschen geerntet. Ist nicht schlecht. Wie viel Werkzeug haben wir schon? Cool. Wieso haben wir 0 Werkzeug? Hier stellt doch die ganze Zeit Werkzeug her. Das habe ich doch gerade nicht irgendwie irgendwo verbraten, soweit ich weiß. Was hat die jetzt für ein Problem? Wieso haben wir denn keine Pflanzenfasern? Ja, warte mal, jetzt haben wir mal gerade gucken. Wir sind doch hier. Hier gibt es doch Pflanzenfaser, wenn ich die Dinger hier abbaue. Woher kriege ich eigentlich das ganze Leder? Weiß irgendjemand, woher ich das Leder bekomme? Wieso habe ich so viel Leder? Ich habe 71 Leder. Ich hab doch gar keine Ranch. Verstehe gar nichts mehr. Wer kriegt denn Leder, Freunde? Jetzt könnte ich mir an Schrimps auch jederzeit Pigmente herstellen. Irgendwoher kamen Leute. Auch Menschen, ne? Ich brauche Harpien. Aber ich nehme jetzt einmal Menschen. Ach, was mache ich denn hier? Ich mache jetzt hier Vollmensch. Machen wir 3 Mensch. Nicht Vollmensch, machen wir 3 Mensch. Ja, hier ist oben ist bald auch noch eine. So, hier Harpie rein. Bam. Ja. Passt.
Und hier müssen wir bald fällen lassen. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder so viele Leute gekriegt? Jetzt auf einmal sind sie plötzlich alle gekommen, oder was? Die haben schon den großen Stein abgemäht? Das ist schlecht. Auch Steine. Was ist denn da jetzt eigentlich? Wir haben noch 43 Steine auf der Tesch. Auf jeden Fall ist jetzt mal alles gebaut zumindest. Hier ist aber auch nichts mehr mit Steinen momentan. Nee, aber wir werden ja bald expandieren. Dann passt das. So, da geht's schon los. Geht schon los hier. Aha. Mit Haken, 20 Bernstein, 5 neue Leute, Fässer, Pigment ist auch nicht schlecht. Aber da kriegen wir 6 runter, aber das sollten wir schnell machen. Dann machen wir das. Ja, der Fahrlauf ist da, ja, der Fahrlauf. Hier, das brauchen wir. Das ist wichtig. Aber habe ich irgendwas, was du willst, Fali? Das wäre wichtig hier tatsächlich. 22. Fusch, fusch, fusch. Willst du Holz? Magst Holz haben? Scheiße. 17. Ja, Mike, dann nimm meine letzten 2 Hocken auch noch. 3 brauchen wir noch. Hier, das kann weg. Oh. Das Leder. Magst du das Leder? Da ist es. Handeln, holen, zack. Plus 1 Produktion, Leute. Sehr gut. Hier ist auch wieder ein Feld. Leute, ich würde ja fast sagen, dass wir jetzt mal die Brauerei, die Brennerei bauen und gucken, wie das mit dem Wein aussieht. Weil dann brauen wir halt Wein. Was soll denn der ganze Terz? Ich würde die ja gerne hier hinbauen, aber leider wieder Dings im Weg hier. Ihr müsst echt mal schneller da Bäume fällen, ey. Ihr seid so lahm. Unfassbar. Ja, der Malus macht sich hier bemerkbar langsam, aber geht ja voran. Müssen wir, glaube ich, wieder keinen Geysir in der Nähe, ne? Kohle, aber hier wieder Essen, gut. Doch, hier. Da ist er doch. Dann bauen wir schnell, dann upgrade ich den wieder. Rohre haben wir. Nicht mehr so viele. Wo sind die denn alle hin? Man weiß nicht. Hier können die auch Rohre machen, ne? Ja. Aber lassen wir erstmal. Sollen erstmal schön hier sehen, dass sie produzieren. Ist die Frage, ne? Wir haben jetzt wieder 2 Felder bekommen. Würde ich sagen, wir bauen tatsächlich noch so eine Hütte hier, um noch mehr Tau anzubauen. Das ist gut zum Handeln, wir brauchen es. Und halt nochmal Beeren wahrscheinlich dann, ne? Und wir brauchen auch Unterkünfte. 6 Menschen haben wir nämlich jetzt am Start. Das sieht so scheiße aus hier, wenn man das so macht. So, jetzt ist auf jeden Fall auch mal genug Stoff da. Und wir haben neue Aufgaben. Leckt mich mit eurer Kleidung, ey. Das hier ist einfacher und gibt auch mehr. Außer ich mache Kleidung. Ach, das ist auch wieder schwierig.
Ah, plus 1 Bärenproduktion. Nee, 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 das ist schon gut. Das ist auch easy, plus 1 Bretterproduktion. Was ist das? Detaillierte Aufzeichnung zu verschiedenen Händlern. Zusätzlichen Platz für aktive Handelswege. Ach Gott. Markt? Ein Markt? Noch nie einen Markt gesehen. Nee, dann nehmen wir das. Mehr nehmen wir erstmal nicht, oder sollen wir hier schon annehmen? Was ist denn das? Mindestens Ereignisse. Ach, zweimal Loyalität wollen's haben. Das lassen wir erstmal noch weg. Was war mit plus 1 Bären? Welcher Auftrag war mit plus 1 Bären? 10-mal Ästhetik, okay. Hierfür brauchen wir erstmal Komfort. 4-mal Komfort. Hatte ich eben gesagt, kann ich die hinbauen hier, ne? Oh, ey. Nee, das lässt mir einfach keine Ruhe hier alles, ne? Menschen hätten ihren Bonus. Haben die gar nicht? Vielleicht nur, wenn ich Harz andaue? Nee. Wahrlich nicht. Ich dachte, Menschen hätten ihren Bonus. Dann wahrscheinlich nur bei der Bärenfarm. Und ich habe Scheiße erzählt. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ganz gut Tau im Angebot. Vor allen Dingen, weil wir ihn auch noch durch die Dings ernten. So, jetzt bauen wir mal gerade die Brennerei. Das wollten wir machen. Werden halt gerade nicht so viele Steine mehr. Ich würde halt gerne. Steinstraßen bauen. Oder zumindest mal hier hin in die Hauptverkehrswege. Wollen wir mal ein bisschen was bauen. So, sind die bald mal fertig. Dann könnten wir nämlich hier auf Stoff. Da würde ich tatsächlich das hier machen. Ist auch Loyalität. Hat mir das jetzt überhaupt angenommen mit Loyalität? Nee, ne? Wir hatten die Handelswege. Was ist denn dann? Handelswege. Und haben keinen. Aber wenn wir Trinkschläuche produzieren. Fleisch nehmen tatsächlich, aber das können wir mal machen. Ein paar Trinkschläuche produzieren. Das Nahrungssammellager ist leer. Da haben wir hier oben Neues für euch. Apropos, wieso wird hier kein Regenwasser verwendet? So, jetzt haben wir hier Wein. Wollen wir mal gucken. Wir haben Wein. Fässer, nein. Haferbrei, erstmal nein. Wobei, ja, könnte man nachher überlegen. Aber jetzt kommt erstmal Wein an den Start. Wir machen jetzt Trinkschläuche. Und wir haben Beeren. Klar. Gibt 10.
Ein Mensch. Da kommt hier ein Mensch weg. Und eine Harp hier rein. Hier der Mensch rein. Jetzt sehen wir Wein. Sobald hier auf jeden Fall mal ein paar Trinkschläuche rauskommen. Weiß man nicht, woher wir das Leder haben, ehrlich gesagt. Aber egal. So, da machen wir mal alle die Fässer hin. Das ist gar nicht möglich. Das ist... So, dann brauchen wir Aesthetics. Sechs. Noch ein Garten. Zack. Oh fuck. Ich sehe gerade die Ungeduld, ne? Oh, 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 oh. Leute, das ist jetzt überhaupt nicht cool. Wir werden überhaupt keine Bretter mehr produziert, oder bin ich so viel am Bauen? Ach, mir fehlt einer. Leute, 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 wir müssen mal jetzt was schaffen. Das mit der Ästhetik sollten wir ganz schnell mal machen. Da fehlen nur die Bretter. Macht mal hier... Ihr sollt mal ballern. Was soll ich denn jetzt? Wir brauchen Aufgaben. Ich muss hier mal schnell durch. Da habe ich jetzt aber gar nicht drauf geachtet, ne, auf das Ungeduldsding. Warte mal hier. Gibt Reputation. Habe ich 7 überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Nö, cool. Was macht ihr denn hier eigentlich? Ist doch genug von diesem Gedöne da. Wo gehen die ganzen Haken hin? Ah gut, hier wird gerade auch noch was gemacht. Senkt die Ungeduld. Ja, Hauptaufgaben wäre auch nicht schlecht. Brauerei. Pilzführer. Kräuter, ne? Habe ich nicht. Ich könnte tatsächlich hier bleiben. Ich will hier mal rein. Neue Leute, plus 30 Pilze, bitte. Habe ich die Pilzaufgabe jetzt. Das hat die Ungeduld mal ein bisschen gesenkt. Leute, es muss jetzt sein. Wir brauchen Mäntel. Wir haben jetzt die plus 2 Produktion. Da muss ich jetzt halt in den Apfel beißen und in die Dingshütte nehmen. Scheiße. Soll ich die mal pro forma nehmen? Falls wir noch ein Getreide kommen? Ich weiß nicht. Dann überlegen wir uns noch mal kurz. Ist nicht so wild. Aber die baue ich jetzt auch. Wir brauchen halt Mäntel. Das hat ja keinen Sinn. Und die kann man hier mal schön anbauen an die Dinger hier. Sieht ganz cool aus. Aber will ich jetzt nicht. Ich will platzsparend bauen, ne? Jetzt, wenn die, wie es aussieht.
Ich brauche Bretter. Das hilft mal gar nichts. Die sind einfach zu langsam hier. Und auf jeden Fall der erste Wein produziert. Trinken die? Was trinken die? Brauchen Kleidung? Dörrfleisch? Okay, dann sollten wir doch vielleicht auf Dörrfleisch gehen demnächst. Und Pasteten wäre halt nicht schlecht. Wo kann ich noch Pasteten? In der Bäckerei, ne? Kann ich mir gleich mal angucken. Schlagt euch mal hier durch. Oh, Ästhetik ist gemacht. Wieder ein bisschen weniger Ungeduld. Das ist viel zu viel Ungeduld hier. So, jetzt hier brauchen wir Harpien. Die jetzt hier mal Mäntel produzieren. Und am besten. Scheiße, ja, keine Rohre. Ich brauche Rohre jetzt mal ein paar. Da arbeitet ja eigentlich nur einer drin. Ist ja kein Wunder, dass das hier alles lange dauert. Wir haben 58 Barren. Jetzt haut mal hier was raus. Ah, hier. So. Wir müssen jetzt sehen, dass wir hier die alte befriedigen. Gott, hört sich das falsch an. Aber es ist so. Das, dann haben wir hier, was haben wir hier? Die Schmiede. Wollt ihr mich verarschen oder was? Die haben wir doch schon. Die haben wir doch schon. Schlacht dich aus, den Scheiß. Kann man sich auch Zeit mitlassen, juckt mich nicht so. Und hier gibt's aber nur Geld und keine. Egal, was weg ist, ist weg. Oh, guck mal, hier ist ein großer, aber ich habe kein großes Trapperlager, ne? Doch! Habe ich tatsächlich, ja doch. Wo ist denn das eigentlich gerade? Das ist immer noch hier aktiv, ne? Was brauchen die so lange eigentlich hier? Jetzt muss ich mal überlegen. Also hier gibt es Behandlung. Und zwar nur Behandlung, ne? Gute Gesundheit. Hier gibt es Religion und Freizeit. Und Freizeit und Luxus. Also Menschen brauchen ja Religion und Freizeit. Dann Religion und Schlägereien. Und Behandlung und Bildung. Also, Religion ist tatsächlich von den beiden hier gewünscht. Plus dann eben Freizeit. Dann würde ich tatsächlich das Kloster nehmen. Was? Noch eins? Ja. Dörrfleisch, ne? Ja. Alter, ich brauch Bretter, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Wie langsam sind die denn? Ich kann's auch nicht verschieben oder so. Aber ich bräuchte dann wahrscheinlich noch ein Trapperlager. Hier unten.
Was hast du für mich? Jetzt wird's aber hier wild. Das brauche ich. Das nehme ich auch. Oh, und jetzt kommen sie mir wirklich mit Getreide an, ne? Egal, nehmen wir. Ist irgendwas, was ich kaufen müsste noch? Nö, ne? Aktuell nicht. Aber ist gut. Ist gut. Dann würde ich nämlich tatsächlich... Warte mal, da müssen wir gleich mal die Dings bauen. Hier machen wir Pastete, haben wir gesagt. Kami kann ich eh nicht herstellen, ohne... ohne Gedöns. Und ich bräuchte mal ein paar Echsen. Ich bräuchte ein paar Exilines. Dann muss das ja auch mit Beeren passieren, ne? Oder Fleisch. Oder Fleisch stecke ich in Dörrfleisch. Ach scheiße, Mehl? Ich kann keine Mehle bauen. Okay. Dann hat sich das mit der Pastete erstmal erledigt und mit den Plätzchen auch und mit der Keramik auch. Okay, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, das geht mit Getreide. Tut es nicht. Damit haben wir die Bäckerei völlig umsonst ausgesucht. Aber okay, so ist das manchmal, ne? So ist das. Wir brauchen Häuser. 9. Ein Menschenhaus. Und aber auch normale Häuser. Und die Folge. Ja, ist schon länger zu Ende. Ei. Sorry. Beziehungsweise ist ja okay. Ist ja nicht schlimm. Also, bis zum nächsten Mal hier bei Against the Storm.